Irgendwie überlege ich mir gerade die Geschichte, ob ich tatsächlich weiter hochgehen sollte mit meinen Pokalen. So. Ich meine, ich hätte da jetzt nichts freispringen müssen, aber das mache ich jetzt einfach aus Prinzip quasi, damit ich von hier hinten droppen kann, weil ich ganz gerne über das Rathaus gehen möchte, damit ich sicher gehe, dass ich das Rathaus bekomme. Mauerbrecher auf den anderen Seiten. Mann, ich freue mich so sehr, wenn ich meine Mauerbrecher endlich auf Max habe und dann die kleinen Fässer tragen und nicht mehr so die kleinen goldenen Kugeln. Das wird einfach so viel schöner werden. Ich weiß, unnötig, aber trotzdem. Ich finde das einfach schön. Genauso freue ich mich natürlich auch darüber, dass meine. Ey, das ist so komisch, ne? Ich kann mich da immer noch nicht dran gewöhnen, dass meine Minions Max sind, dass meine Bogenschützen Max sind, dass meine. Dass alles, mit dem ich gerade angreife, außer meinen Mauerbrechern Max ist. Das ist so ein komisches Gefühl immer noch. Ich denke immer so, ich gucke immer ein Video von irgendjemand anderem und denke mir so, warum sind meine Truppen schon so. Warum sind die so stark? Vor allem schon so stark. Ist ja nicht so, als würde ich dieses Spiel, oder dieses Dorf, das Spiel an sich spiele ich schon seit 2 Jahren, aber das Dorf jetzt auch schon seit 1,5 Jahren spielen fast. Ja. Und ich habe echt Angst, dass ich jetzt endlich Rathaus 10 so fast Max bin. Also lange nicht Max, aber halt so wichtige Verteidigungsgebäude sind Max. Und dass jetzt irgendwann, ich könnte mir das so gut vorstellen, Town Hall 10 kommt und zack. Town Hall 11 kommt und zack, der liebe John ist nicht mehr Max. Das wäre ein bisschen eklig. Und naja, was wir da machen. Übrigens, damit ein herzliches Willkommen zum zweiten Teil vom morgendlichen Boost. Um mal zu checken, es ist, habe ich in der anderen letzten Boost-Folge gar nicht erwähnt, ein bisschen früher als sonst. Also das heißt früher, es ist eigentlich Mittag. Ich habe um 10 angefangen zu boosten und ich wollte einfach mal so abchecken, wie der Loot zu dieser Jahreszeit ist. Am Tag natürlich. Jahreszeitboost, da kann man nicht nur was zu sagen an Ferienzeiten, wenn zum Beispiel in den USA Sommerferien sind. Dann hat man meistens nachts schlechteren Loot, aber morgens um diese Zeit einen besseren Loot, weil die meisten Leute noch schlafen. Also jetzt natürlich nicht USA-Zeit, sondern bei uns in der Zeit quasi. Wenn bei uns Sommerferien sind, nicht in den USA Sommerferien sind. Sonst ist es natürlich so, wie bei denen die meisten noch schlafen. Und am besten ist es am Ende der Zeit, wenn die meisten schon wieder anfangen aufzustehen, weil die meisten dann nicht farmen um die Uhrzeit, sondern irgendwie erstmal frühstücken oder sich ein Don John Video anschauen. Habe ich gehört, weil ich habe gehört, er lädt seine Videos jetzt immer um 6.30 Uhr hoch. Und naja, so ist das eben. Dann würde ich sagen, schauen wir mal, wie sieht's aus. Spenden, da können wir noch einen Bogi reinhauen. Und dann, ja, klar, wo reden wir? Nur da haben wir schon in meinem anderen Video drüber gesprochen. So, das ist jetzt das erste Mal, dass wir richtig Loot bekommen haben. Und jetzt nehme ich die Riesen anders als eben die ganze Zeit. Jetzt nehme ich die Riesen quasi als Fliegenfänger, wenn man sie mal nur so nennen möchte. Außenrum meine Bogenschützen. Das, was ich normalerweise mit den Barbaren mache, und von hinten rennen jetzt die Barbaren auf die Loot-Gebäude. Goblins wären natürlich jetzt wundergut, wenn ich welche dabei hätte. Habe ich natürlich leider nicht. Aber wir sollten eigentlich trotzdem, dadurch, dass wir unsere Riesen da ganz gut weggetankt haben. Ich mag das ganz gerne, die Riesen so als Fliegenfänger zu benutzen und damit die ganzen kleinen Schäden abzuwenden und dadurch die Möglichkeit zu haben, tatsächlich den Loot mitzunehmen. Wir werden nicht alles mitnehmen, dadurch, dass halt vieles. Ich hätte natürlich auch reingehen können. Ne? Ich hätte jetzt auf das Goldlager, auf das Goldlager, auf das Goldlager probieren gehen zu können. Ja, so sagt man das, so spricht man das. Das ist die neue deutsche Aussprache dafür. Aber habe ich dann natürlich nicht gemacht und greift sie ihn an. Oh Gott, sie greift ihn an, sie greift ihn an, sie greift ihn an. Okay, nee, sie greift ihn nicht an. Sie lässt ihn dann rüber. Aber das Ding ist einfach, ich habe das jetzt einfach mal so gemacht. Damit kommen wir nämlich an den größten Teil des Loots dran. Und andersrum wäre das nämlich nicht möglich gewesen, wie ich jetzt auf einmal stehe. Okay, jetzt dafür stirbst du jetzt. Batz! Und deswegen, ich meine 230.000 Gold, wieder 11 Pokale, wir sind nur am Gewinnen. Und es geht langsam, aber stetig bergauf. Doch, doch, wir probieren das auf jeden Fall mal. Ich habe zwar diesmal zu wenig Riesen dabei, ausnahmsweise, aber ich habe dafür umso mehr Mauerbrecher dabei. Ein paar Bogenschützen hinterher, wir sollten zumindest an 2 Goldlager drankommen. Hoffe ich, da unsere Queen jetzt auch wieder am Start ist. Da kommt eine Clanburg, aber die Clanburg ist nicht allzu schlimm. So, wir haben natürlich einen Magier dabei. Oh, wo läuft die denn hin? Schießt doch auf den. Okay, wir brauchen ein paar Minions. Und ich will eigentlich nur 2 von den Goldlagern mitnehmen. Dann haben wir ungefähr die 150.000 mitgenommen. Ist nur wichtig, dass die jetzt fallen. Komm, ein paar Barbaren noch hinterher. Wow, die Barbaren sind gerade richtig blöd gelaufen. Beziehungsweise ich habe sie blöd gesetzt. Ist nicht blöd gelaufen. Aber blöd gelaufen, ne? Nein. So, Minions, oh Gott, diese ganzen Minions sterben alle von denen, obwohl, muss ich nichts mehr setzen, das sollte passen, das Goldlager sollte fallen,
Das zweite Goldlager würde ich gerne hier nehmen, damit wir dann im selben Zuge das Rathaus auch mitnehmen. Hier werde ich jetzt einfach komplett reinrennen. 4 Riesen und dann eine Sekunde warten. Jetzt hat der Minenwerfer geschossen. Jetzt können wir unsere Mauerbrecher einfach verteilen. Baba, Bogen, Königin, alles ruff. Da fliegen 3 Riesen, einmal von der Map runter, so wie sich das gehört. Und dann könnten wir sogar noch, wenn wir das richtig anstellen, bis zum Elixierlager jumpen, wenn meine Queen... Wow, Queen, ich liebe dich gerade für diesen Move. Warnkönig zünde ich jetzt, dadurch, dass er da so ein bisschen quasi den Golem spielt, da vorne. Jetzt, wow, dieser Barbarenkönig springt aber perfekt zum Elixierlager. Jetzt müssen wir doch hoffen, dass die Queen, sobald sie das Elixier zerstört hat, drüber springt. Also das hält sie aus. Das ist ein Level 1 Expo und Level 2 Expo. Jetzt muss ich nur rüberspringen und aufs DE zielen. Ach, ziel doch aufs DE. Mann. Dankeschön. Zack. Mit 2 Hits 2k Dunkles mitgenommen. Also im Endeffekt hat sich das locker gelohnt, dadurch, dass wir das Dunkle noch mitgenommen haben. Übrigens bin ich mittlerweile aufgestuft worden. Zack. Goldlager Stufe 2. Gold Liga Stahl. Liga Stufe 2. So rum. Goldliga Stufe 2 oder Goldliga 2. Nun ja, produzieren wir ein bisschen nach. Bisher läuft es eigentlich eher mäßig. Ich habe das Gefühl, umso weiter wir in die Mittagszeit reinkommen, umso schlechter läuft's. Aber ich mag die Armeekombination ganz gerne, weil es irgendwie was anderes außer Barge ist. Man muss sich auch mal so ein bisschen überlegen, von wo man angreift. Man muss sich aussuchen, was man mitnimmt, was man nicht mitnehmen kann. Ja, deswegen. Zack. Jetzt, zack. Passt alles. Wie geht eigentlich unser Bus noch? Gar nicht mehr geguckt. 41 Minuten. Läuft. Das sieht doch schon mal gar nicht schlecht aus. Nehmen wir 1, 2 Bogenschützen mit. Und zack. Schauen wir mal, wie das läuft. Sieht ganz gut aus bisher. Vor allem, was heißt bisher? Es ist ja noch nicht wirklich passiert. Aber das Schöne daran ist, das sind richtig schöne, volle Lager. Natürlich ist das Problem aber an der Geschichte, dass, nein, jetzt rennen die zu dem vermaledeiten Tesla. Und sich hier nochmal Riesen noch. Nein, jetzt lauf doch da rein. Dankeschön. Okay. Jetzt wäre natürlich hier, also ganz ehrlich, nur mit verdammten Schweinereitern wäre das ein lustiges Dörfchen zum Angreifen. Keine Flächenschäden, das heißt, ich kann meine Bogen... Ach, ich brauche gar nichts. Ich bin das so gewohnt, so viele von meinen Mauerbrechern zu droppen. Aber das Problem ist einfach, ich brauche ja gar nicht so viele. Dadurch, dass, naja, das halt eher ein Lowdorf ist. Lowdorf im Vergleich zu den zu der Stärke meiner Truppen, deswegen brauche ich da mich eigentlich gar nicht so zu schwitzen. Aber das sieht ganz gut aus. 57%. Hier oben kriegen wir den Magierturm noch down. Das wäre jetzt aber auch gar nicht so wichtig, weil wir haben den ganzen Loot eh schon. Hier unten ist ein Bogenschütze. Ah, ich dachte, der wäre out of range. Okay, sind alle nicht out of range, sonst hätten wir vielleicht eventuell noch den zweiten Stern geholt. Aber, naja, kein spektakulärer Fight. Die Lache erinnert mich mir so ein bisschen an die nackte Frau-Lache von, also meine Loot-Lache ist ähnlich wie die nackte Frau-Lache von, nein, 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 oh, Glück gehabt, wie die nackte Frau, oh Gott, da sind mir noch ein paar viele Mauer, nein, 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 oh Gott, ich habe so viele Mauerbrecher versaut, wie die nackte Frau-Lache von, wie heißt der nochmal, von How I Met Your Mother, Ted Teclebrand, nee, das ist wieder ein anderer. So lache ich auch immer, wenn ich Loot finde. Nein, puste nicht meinen Minion weg, du böser Luftpuster. Dich kann man nicht Feger nennen, weil du einfach aussiehst wie ein Luft. Ach, keine Ahnung. Kein Kommentar. So, ich habe mir gerade überlegt, wir rennen jetzt einfach in die Mitte rein, dadurch, dass wir jetzt... Also wir rennen jetzt von hier in die Mitte rein und hoffen, dass wir das schaffen. Wir haben keine Helden dabei. Und Flächenschäden sind auch relativ mau. Aber ich hoffe, dass meine Mauerbrecher das jetzt hier freisprengen. Und wir den Jumpstell da reinsetzen. Oh Gott, diese 2 Bomben da waren tödlich. Luftfeger sitzt ein bisschen eklig, aber meine Riesen hüpfen jetzt im Endeffekt rein Richtung Luftfeger. Luftfeger geht jetzt gleich down. Kriegen wir noch ein zweites Goldlager. Ein Rage-Spell obendrauf wäre natürlich jetzt richtig geil. Und was uns natürlich an der Stelle abgeht, ist, naja, ein Rage-Spell und Helden vor allem. Aber egal, wir gehen wieder auf das Dunkle drauf, wie ihr seht. Wir haben Elixier auch noch ein bisschen was am Start. Die letzten Einheiten werden jetzt so langsam down gehen. Wir haben das ganze dunkle Elixier mitgenommen, was soweit im Lager war. Wir haben noch 2 dicke, volle Elixier. Kriegen wir das Goldlager so auch noch? Ne, das kriegen wir nicht ganz wegen den Flächenschäden. Letzter MVP, Bogenschütze, ein Schuss noch. Zack, nicht ganz geschafft.
Gut, 42%. Was aber. Oh, schaut mal. Steht der? Der steht in Range, ne? Ja, keine Chance. Keine Chance. Wenigstens überlebt er noch. 1600, wow, fast 300.000 Gold. Hab ich gar nicht gesehen. Ja, das läuft doch ganz gut. Diesmal gehen wir mit Barbaren vor. Und diesmal nehmen wir die Fliegenfänger der Riesen einen Schritt später nach hinten. Die Mauerbrecher hebe ich mir diesmal auf und ein paar Bogenschützen hinterher. Einfach mal ein bisschen abmixen, damit das Ganze ein bisschen Varietät mit reinbringt. Ich habe jetzt nicht mehr so ganz aktiv gesucht und ich muss das dazu sagen, ich bin jemand, der manchmal sich ablenken lässt im Boost und dann einfach anfängt, im Hintergrund andere Dinge zu machen und dann nicht mehr so aktiv zu suchen. Kennt ihr das, wenn man dann einfach automatisch schon auf Weiter drückt, obwohl da eventuell sogar ein guter Gegner war? Das ist mir zweimal passiert eben und das ist die Hölle. Hölle, Hölle, Hölle. Oh, ich liebe diese Max-Minions, das sieht einfach so gut aus. Und wie sie die Queen, wie sie einfach fällt. Und wie sie jetzt bitte einfach ganz schnell dieses Rathaus noch kriegen. Oh Gott, das schaffen sie. Das schaffen sie echt, ne? Heftig. Dieser Damage, das ist so krass, ne? Heftigst geil. Ja, ich würde sagen, das war's mit dem Boost von heute und für das Video damit natürlich auch. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, mal ein bisschen was anderes probiert. Wenn ihr tatsächlich eine Taktik habt, die ich das nächste Mal komplett durchziehen soll, 2 Stunden lang, schreibt mir die auf jeden Fall in die Kommentare. Und das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.